Zahnvereinviertelung. Zahnvereinviertelungen sind eine häufige Behandlung in der Zahnmedizin, um Karies zu behandeln und die Struktur des betroffenen Zahns wiederherzustellen. Aber wie lange halten Zahnvereinviertelungen eigentlich? In diesem Video werden wir genauer untersuchen, wie lange verschiedene Arten von Zahnvereinviertelungen halten können und welche Faktoren ihre Haltbarkeit beeinflussen. Durchschnittliche Lebensdauer von Zahnvereinviertelungen. Die durchschnittliche Lebensdauer von Zahnvereinviertelungen variiert je nach Material und Pflege. Hier sind einige allgemeine Richtlinien. Amalgamvereinviertelungen. Amalgamvereinviertelungen sind bekannt, FA1/4 eher ihre Langlebigkeit und können bis zu 15 Jahre halten. Sie sind jedoch weniger ästhetisch ansprechend als andere FA1-Viertelungsmaterialien. Komposite FA1-Viertelungen. Komposite FA1-Viertelungen sind beliebt, FA1-Viertel eher ihre natter-1-Viertlerische Ästhetik, aber sie halten in der Regel nicht so lange wie Amalgamvereinviertelungen. Sie können je nach Pflege und Position im Mund 5 bis 10 Jahre halten. Keramikvereinviertelungen. Keramikvereinviertelungen sind langlebig und ästhetisch ansprechend, können aber auch teurer sein als andere Materialien. Sie kann ihn in der Regel 10 bis 15 Jahre halten. Goldvereinviertelungen. Goldvereinviertelungen sind die langlebigsten FA-Einviertelungen und kann ihn bis zu 20 Jahre oder länger halten. Sie sind jedoch teuer und nicht so ästhetisch ansprechend wie andere Materialien. Faktoren, die die Haltbarkeit von Zahnvereinviertelungen beeinflussen. Die Haltbarkeit von Zahnvereinviertelungen kann auch von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Hier sind einige wichtige Faktoren, die Sie beeinträchtigen sollten. Mundhygiene. Eine gute Mundhygiene ist entscheidend, FA1/4 eher die Haltbarkeit von Zahnvereinviertelungen. Regelmäßiges Zähneputzen, Zahnseide und professionelle Zahnreinigungen können dazu beitragen, dass Ihre FA1-Viertelungen länger halten. Position im Mund. Zahnvereinviertelungen in Bereichen mit starkem Kaudruck, wie Backenzahninen, können schneller abgenutzt werden als FA1-Viertelungen in anderen Bereichen. In solchen Fällen kann eine Krone oder ein Inlay eine bessere Option sein. Zahnarztqualität. Die Qualität der Zahnarztarbeit kann ebenfalls die Haltbarkeit von Zahnvereinviertelungen beeinflussen. Es ist wichtig, einen erfahrenen und qualifizierten Zahnarzt zu wählen, der hochwertige Materialien verwendet. Kariesprävention. Karies ist die Hauptursache FA1/4 eher den Verlust von Zahnvereinviertelungen. Regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen und eine gesunde Ernährung kann Ihnen dazu beitragen, das Risiko von Karies und damit den Verlust von FA1-Viertelungen zu reduzieren. Materialwahl. Die Auswahl des richtigen FA1-Viertelungsmaterials kann auch die Haltbarkeit beeinflussen. Informieren Sie sich bei Ihrem Zahnarzt A1/4BER die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien und wählen Sie das beste FA1/4 eher Ihre Bieder-1/4-Öffnisse aus. Fazit. Die Haltbarkeit von Zahnvereinviertelungen kann je nach Material, Pflege und anderen Faktoren variieren. Es ist wichtig, regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen durchzuführen und eine gute Mundhygiene zu praktizieren, um die Lebensdauer Ihrer Zahnvereinviertelungen zu wählen. Sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt A1/4BER die besten Materialien und Pflegemaßnahmen FA1/4 eher Ihre individuellen Bieder-1/4-Öffnisse.